Jetzt. Oh, mit einer Zeit. Das ist bestimmt jetzt eine Zeitverzögerung drin. Willkommen bei YouTube. Die Folge fängt super an. Achso, ja, Mensch, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, alle Zuschauer nochmal hier im Ja. Livestream. Herzlich willkommen, alle Zuschauer im Livestream und natürlich bei YouTube. Ihr seht es, ich habe gerade erfahren, heute ist Freitag der 13. Das haben mir die lieben Zuschauer hier im Livestream gesagt. Und leider verkackt, deswegen seht ihr jetzt nicht kein Horrorbild. Sonst hättet ihr jetzt ein dramatisches, böses Horrorbild gesehen. Tja, was soll man machen? Aber ihr seht ja mich, von daher geht es dann einigermaßen. So kriegen wir einigermaßen den Freitag, den 13. wieder rund. Ja, so. Ich wollte noch was erzählen zu ETS. Was war denn das? Irgendwas mit ETS? Und zwar mit der Geschichte. Mit der Geschichte, ich hatte ja euch erzählt mal die Hitliste, welcher LKW an welcher Stelle gekauft wird und wann er kommt. Und die Liste war ja von 2009. Das hatte ich euch, die Rangordnung habe ich euch ja mal erzählt, die verrate ich jetzt aber nicht. Denn ich habe jetzt eine neue Liste gefunden von 2011. Das heißt, die Karten werden jetzt wieder neu gemischt. Ja? 2011, welche LKWs waren beliebt, welche wurden viel gekauft und so. Ja, also die Liste wird neu gemischt. Und, Moment, ich muss mal gucken. Ah ja. Spiel kaufen. War das jetzt eine Spielewerbung? Mist, ich habe eine Kosten. Das war aber noch vor dem. Schleichwerbung! Das war ja noch vor der YouTube-Aufnahme. Das heißt, das ist also, ja, sonst hätten wir ja noch praktisch kostenlose Spielewerbung gemacht. Das kriegen wir ja gar nicht bezahlt, Mensch, das kriegen wir gar nicht bezahlt. So, Kanal, was war noch ein. Achso, das wollte ich erzählen. Und zwar bei uns, ich weiß nicht, habt ihr es mitbekommen? Und zwar ist bei uns hier, ja, ich wohne nicht sehr weit weg, bei uns ist Karneval der Kulturen. Das heißt, Terror in der Stadt, ja, Milliarden von Menschen sind da und wir waren meistens auch fast schon jetzt die letzten paar Jahre jetzt nicht mehr so, aber sonst früher, die ersten Jahre, wir waren ja immer da gewesen, Karneval der Kulturen. Und ich habe mir gedacht, mal sehen, nächstes Jahr, dieses Jahr nicht mehr, dieses ist jetzt, ist ja schon zu spät jetzt, aber nächstes Jahr. Mal sehen, dass ich da, wenn ich bis dann die Kamera alles habe, dann mache ich, denke ich mal, ein Live-Interview. Also Live-Ding, live vom Karneval der Kulturen. Also Hypnos World, live vom Karneval der Kulturen dann irgendwie oder so. Mal sehen. Also nicht live in dem Sinne, live, sondern aber halt Hypnos World auf dem Karneval der Kulturen. Mal sehen. Ich meine, wir sind ja da Insider sozusagen, ja. Mal gucken, da irgendeine Nummer abziehen auf dem Karneval der Kulturen oder so. Mal sehen. Aber erst nächstes Jahr, wenn ich dann Kamera und alles. Ist mir mal so eingefallen, Mensch, das kann ich ja für YouTube was machen. Dann mache ich das auf meinem YouTube-Channel mit Karneval der Kulturen. Ja, so. Fangen wir mal mit Dings an, mit Scania. Da haben wir das Line hinter uns. Stündchen, habe ich. Achso, Timer, Mensch, Timer. Siehst du, Timer. Keiner hat von euch Timer gesagt. Ja, keiner hat Timer gesagt. Habt das gehört, ja, mit Karneval der Kulturen? Wie gesagt, geht bis Sonntag. Am Sonntag ist dann die Hölle los. Oh, das wird was. Ich denke mal, am Sonntag ist der Straßenzug, oder? Ab heute geht die Party überall los, an den ganzen Discos überall. Ich glaube, ab heute, ja. Überall die Karneval der Kulturen, überall Disco, in den ganzen Discos, also Thema und so. Puh. Dankeschön, vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. So, jetzt aber los, wir können ja schon mal ein Stückchen weiter robben, dass wir ein Stückchen weiter ins Spiel reinkommen. Nicht so viel reden, nicht so wie früher, ja. Früher habe ich ja erstmal 40 Minuten geredet, bis ich das Spiel gestartet habe, und dann war das YouTube-Ding schon fast abgelaufen. Das ist natürlich nicht gut. Aber ich lerne ja noch. Ich habe zum Beispiel bei Noctea, habe ich für eine Cam? Für ein Cam? Du meinst, ich bürste immer. Ich habe keinen Cam. Komm, der ist gut. Ich habe keinen Cam. Ich bürste immer. Ich bürste. Oh Mann, ja. Muss ich jetzt einen Gruß machen? Nee, hier ist nicht der Gruß. Warte. Genau, ich werde bei diesem Wolkending werde ich immer sagen, episch. Ja, die Cam, keine Ahnung, hier diese Cam habe ich. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Logi Dingsbums irgendwas, 920 oder sowas, glaube ich. Ja, das war Flachwitze. Flachwitze sind immer gut. Das ist, glaube ich, die Logi, wie heißt sie, 920 oder so. Halt diese Logi, ne? Ungelogen, die ungelogene Logi. Wieso? Ist die nicht gut? Ich finde, die ist doch gut, oder? Gibt es überhaupt eine bessere? Ich weiß gar nicht, ob es eine bessere gibt. Außer jetzt eine Fernsehkamera.
Also das wollte ich euch erzählen mit dem Karneval der Kulturen. Ich meine, das wisst ihr auch alle, aber ich wollte euch erzählen, dass wir wohnen ja nicht weit weg eigentlich, leider. Und ja. Achso, und das mit dem... ja, ja, 920 Dingsbums, irgendwie so, diese Logi-Dings, HD. Ja, ja. Genau, es gibt nämlich keine, ich glaube, eine bessere gibt es gar nicht. Sonst hätte ich die mir die bessere dann geholt, weil ich habe mir vom Kumpel hat mir gesagt, hier Italo, der ja auch Mod ist, wenn er mal da ist, aber im Moment, der meldet sich nicht, weiß nicht, was mit Italo los ist. Er meldet sich nicht, er schreibt nicht bei Facebook, gar nichts. Entweder spielt er dauer 24 Stunden FIFA jeden Tag, dass er gar nicht mehr aufhört. Vielleicht schläft er sogar jetzt voll auf Konsole, keine Ahnung. Das letzte, was ich von ihm gehört habe, er will irgendwas mit Konsole und FIFA und das war's. Und seitdem, und WoW. Seitdem habe ich nichts mehr von dem gehört. Das ist schon lange her jetzt, wo wir angefangen haben mit ETS. Das war das letzte Mal, wo Italo also da war. Komisch. Also, was ich sagen wollte, bei Noctea habe ich gelernt, weil ich ja mal, weil die Leute mich immer fragen, Cosima, spielst du mal mit uns? Und ich sage immer, ja, nur mit dem Besten der Besten und so. Das muss alles groß sein. Und bei Noctea habe ich irgendwie gelernt, ja, vielleicht sollte ich die Ziele nicht so hoch stecken. Also, wenn man mit Leuten spielen will, weil ich immer sage, ja, nur mit dem Besten der Besten, der Beste vom Besten, vom Feinsten. Ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen oder so, ja. Also zum Beispiel bei Counter-Strike, wenn man sagt, ja, nur mit dem Besten, der Besten, der Besten. Also bei Noctea habe ich so gemerkt, ich muss also noch eine Menge lernen mit Livestream, also auch mit den Leuten so. Es ist doch eine andere Welt irgendwie. Also muss ich erstmal, da muss ich noch eine Menge lernen. Das habe ich jetzt mal so feststellen müssen. Ja, wenn ich dann so, ich habe jetzt schon lange keine anderen Livestreams mehr gesehen. Das letzte war Basti und den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt mal wieder ein bisschen Noctea. Und da dachte ich so, Mensch, ich muss irgendwie, mein Verhalten ist noch nicht so streammäßig, so Livestream-mäßig, so. Also nicht so, so da muss ich noch ein bisschen an mir, glaube ich, an mir selber noch arbeiten irgendwie. Naja, ja, ich bin halt immer so ein Perfektionist, deswegen ist immer so ein Problem, ja. Also dieses Lockere, so lockerer sein, ist immer manchmal nicht so mein Ding, dieses Lockere, so. Ja, immer so, ich muss immer einen kompletten Plan, das muss ein kompletter Plan sein, ja? Also praktisch der perfekte Plan, dass ich irgendwas dann so nach Plan machen kann, irgendwie so. Deswegen, das merke ich im Livestream, doch muss ich noch ein bisschen umlernen, also das ist irgendwie anders denn. So, wir waren weiter, wo waren wir beim Führerschein, oder? Wir waren beim Reaktionstest, haben wir fertig gehabt. Jetzt quälen wir uns also weiter, ach ja, ich glaube, das letzte war Laderampe. Wir schauen mal rein. Ja, ich muss also im Livestream muss ich noch eine Menge lernen. Ganz viel sogar. Vor allen Dingen mit den Leuten und so. Die Leute weisen mich. Achso, und gestern bei dem Kriegsspiel haben immer so viele Leute Tipps gegeben. Cosima, also, was heißt viel? Auf jeden Fall einige haben Tipps gegeben. Cosima, irgendwas, ich habe es nicht gelesen, nicht gesehen. Schade eigentlich. Ja, also ich wollte mich bedanken dafür. Und schade, ich habe es nicht gesehen. Ja, die Leute wollten mir helfen, die wollten unbedingt Cosima, aber ich habe es leider nicht gemerkt. Schade. Noctea wollte mir so Kuchen geben, das habe ich ja später als ich Chatprotokoll gelesen habe. Ein Mensch, Noctea wollte mir Kuchen geben, deswegen kam ich auch. Ja, und wegen Kuchen und so. Muss auch noch locker werden, ja genau. Ja, ich lerne ja noch. Ja. Ich bin ja noch Stream-Anfängerin, Livestream-Anfängerin und YouTube-Anfängerin auch. Obwohl ich ja schon 62 Videos oder so habe. Deswegen sagte ich ja 150, das ist Age! Könnt ihr den, da ist der Elch. Ein Foto gemacht, jetzt haben wir ein Foto gemacht. Und ich habe dabei eine dumme Fratze bestimmt gezogen. Mist. Ich wollte dabei ein Lächeln machen. Der kommt nicht immer, dieser Elch. Habt ihr gesehen? Das ist eine dynamische Rotation hier, eine intelligente. Also ich muss echt noch, auf jeden Fall, weil noch durch Noctea habe ich gelernt, ich muss noch eine Menge lernen. Mit Livestream und so. Und bei YouTube merke ich das auch irgendwie. Also ich muss da echt noch... Mal sehen, wenn ich 150 Videos drin habe, wie ich dann so bin. Mal gucken, ab 150 Videos, dann bei 200 Videos, bei 500 Videos. Mal gucken, wie ich mich so entwickle. Also, ich muss wirklich noch viel lernen. Aber die Leute im Livestream, ich glaube, die stupsen mich da immer mit der Nase drauf irgendwie. Ja, also die Zuschauer müssen Geduld haben. Ja. Aber ich glaube, ihr bringt mich schon dahin, wo ihr mich hindern wollt. Also, keine Ahnung, ihr bringt mich schon noch dazu. Ach, Mensch. So, jetzt aber. Erstmal weiterklicken. Immerhin, schaut mal, ich fange jetzt schon an, nicht mehr 40 Minuten wie früher zu reden. Früher habe ich regelmäßig 40 Minuten geredet, bevor wir auf das Spiel gestartet haben. Ich bin also schon ein klitzeklein bisschen mich schon besser geworden. Seid mal ehrlich, ein klitzeklein bisschen mich schon besser geworden. Im Vergleich zu früher, so 40 Minuten reden und losspielen.
Kann man sagen. Nimm's an, Hellchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen, Fella. Also ja, oh, wir haben 4 Punkte. Ich sozusagen, es ist wahrscheinlich ein langsamer Lernprozess bei mir, ein sehr langsamer. Das kommt wahrscheinlich vom Alter her. Ja, es dauert also. Warum ist das rot? Übung einer. Warum ist das rot? Aber ich glaube, die Zuschauer haben ja auch Geduld. Sie sagen, ja, Cosima wird sich schon noch entwickeln irgendwann. Das dauert halt. Was lange währt, wird endlich gut irgendwann. Andere machen ja schon Jahre. Ich mache das gerade mal einen Monat so. Da kann man ja kein Profi erwarten, oder? Wenn man jetzt gerade mal einen Monat dabei ist. Genau wie bei YouTube. Also wäre toll, nächstes Jahr zum Karneval der Kulturen. Mit Kamera-Dings hier. Kamera, ne? Kameramann, Frau. Und... Mann. Kameramann. Okay. Und dann, gucken, was mir da einfällt. Nächstes Jahr. Das wäre lustig. Hypnos World auf dem Karneval der Kulturen. Also Hypno da. So, los jetzt, drück mal drauf. Irgendwann können wir, glaube ich, die Musik leiser machen. Obwohl, die Musik hören wir ja nicht so oft. So, jetzt haben wir 51 Minuten. Seht ihr, Leute? Ich habe nicht viel geredet. Fahre mit dem Auflieger rückwärts. Oh, ich dachte, wir wollten zur Rampe. Wir wollen irgendwas mit Rampe, Laderampe anfangen. Ach so, das sind immer nur dieser Platz hier. Wir stellen uns also geistig vor, dass wir an einer Rampe ranfahren. Ja, aus dem Winkel, na klar. Erzähl mir mal noch so ein Ding. Aus dem Winkel. Und dennoch in dieser von links nach rechts, von... Auf jeden Fall falsch rum. Können wir es nicht... Doch, nee, warte mal, es riecht rum mit dem Brustausfenster. Das ist ja mit Brustausfenster. Genau. So, fangen wir an. Achso, Kopfhörer. Litter Kopfhörer. Ihr müsst mich immer an die Kopfhörer erinnern, sonst habt ihr mal Dings. Oh, man kann jetzt gar nichts hören, wa? Oh. Ohne Bahn natürlich. Oh, man soll nein! Oh, wie kannst du mir das nur eins? Oh, schön, dass mein Kopfhörer so riecht in der Beinschaft. sag schon. Ach, diese Ruhe. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ich höre nichts. Freitag, Leute, genießt es. Achso, seht ihr, und niemand hat gesagt, Cosima, du musst noch Dings noch was machen. Du musst die Zähne, danke noch der. Ich wollte gerade sagen, niemand erinnert mich an die Zähne wechseln. Ich hätte jetzt nur durch, ich hab's nur durch Zufall gesehen, Leute. Wir hätten ja das halbe Spiel mit der Anzeige. Merkt ihr das, in letzter Zeit bin ich wieder nachlässig. Ihr müsst mich, glaube ich, öfters daran erinnern. Und Kopfhörer ranmachen. Und die Zeit, läuft die schon, und läuft die Zeit schon gegen uns? Gegen die Zeit. Immer das gleiche. Hypnos World gegen die Zeit. Hokus Pokus, Wiederputz. Oh oh. Oh nein, ihr seht ja gar nichts. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ich habe noch War Thunder dran. Zack. Das war jetzt ein bisschen schmerzlos, oder? Merkt ja keiner. Stellt euch einmal, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten gerade ist gestartet, ja, Scania ist gestartet. Dann kam dieses wunderschöne Bild, wo sich das Ding da dreht, dieses Scania-Zeichen. Wir haben natürlich vergessen zu grüßen. Und dann kam dieses wunderschöne Bild mit dem Menü und das alles. Und da war dieser Elch zu sehen. Den habt ihr jetzt aber leider nicht gesehen, aber der ist ja auf Video drauf. Hey, wir haben es ja auf Video. Und da war dieser Elch, den habt ihr leider auch nicht gesehen. Dann kam dieser wunderschöne große LKW, der rote in Rot, das Scania, habt ihr auch nicht gesehen. Und dann waren wir auf dem Platz mit dieser komplizierten Parkdings, das habt ihr auch nicht gesehen. Aber jetzt könnt ihr sehen. Seht ihr, ihr habt also nichts verpasst. Ich habe es euch gerade ganz genau erzählt. Tja. So viel zum Thema. Und gerade habe ich noch so, dass ich besser werden muss. Und schon passieren die Anfängerfehler vom Anfang an. Ach ja, back to the roots. Gut, jetzt aber. Jetzt läuft alles. Ich höre aber nichts. Ach so, weil ich nicht drin bin. Ach ja, das hat jetzt auch keiner gehört. Ist heute der Prüfer wieder? Steht da der Prüfer? Wir machen jetzt keine Fotos, oder? Machen wir jetzt Fotos? Nee, ne? Wo stehen denn die Prüfer wieder? Da hinten, die winken schon wieder. Kinderspiegel aus. Ja, wir fahren ja schon. Guck mal, der winkt schon. Wir machen ja schon. Ah, der stresst schon wieder. Und im Bild. Ich habe jetzt alles richtig, oder?
Oh, da geht schon wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los und wird doch nie vorbei sein. Es hat nicht aufgehört. So, konzentriert euch. Ihr sitzt mit drin, schnallt euch an. Ich weiß nicht, falls der Fahrprüfer nämlich zuschaut und ihr seid nicht angeschnallt, dann bekomme ich Punktabzug. Ah, weil wir gerade beim Scania sind. Wisst ihr noch? Wir haben doch mal gesagt, warum kriegen wir nur 500 Punkte? Also oben haben wir 300 bekommen und für den nächsten Menüpunkt haben wir nur 200 bekommen. Ich glaube, wenn man hier so aus dem Fenster guckt, kriegt man auch Punktabzug. Aber wenn ich jetzt nicht mehr meine Brust aus dem Fenster hängen kann, ist das doof. Aber nur mit den Spiegeln? Also ich bin es gewöhnt, aus dem Fenster zu gucken. Wir machen das mal, oder? Wir gucken aus dem Fenster. Ein bisschen Freude. Dann vielleicht ist ja auch der Fahrprüfer dann beeindruckt, wenn man so ein bisschen, ne, Brust aus dem Fenster so. Kann ja sein. Bis jetzt hat es nicht geklappt. Wir haben immer Abzug bekommen. Das wollte ich euch erzählen. Es kann wahrscheinlich sein, dass er deswegen nicht so viel bekommen hat. Mal gucken, wie er sich heute fährt. Letztes Mal war er wirklich haarsträubend und anstrengend, muss ich mal sagen. Na, so rum ist ja leicht. Hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ey, wir können der Bremsspur folgen. Der fährt ja sogar. Sonst geht er mal aus. Ist ja direkt unheimlich. Das hätte ich nicht sagen sollen. Hätte ich mal jetzt nichts gesagt. Ja, man muss mit den Kupplungsdings besser spielen. Nein, 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 nein. Beinahe wäre abgesoffen. Du machst aber wieder ein spannendes Manöver, Leute. Der Zweiachser lenkt so schnell ein. Der lenkt immer so schnell. Ja, der Motor ist komisch, oder? Ja, das ist bei ETS ein bisschen besser, glaube ich. Vielleicht müsste man hier einen Mod drin machen oder sowas, einen Mode. Einen anderen Mode, Soundmode vielleicht. Muss ja bestimmt gehen, das ist ja ein ETS-Abkömmling irgendwie oder sowas. Muss ja eigentlich theoretisch ja gehen. Ich probiere das jetzt mal einfach so einzuparken. Achso, gut, fahren wir nochmal vorwärts. Ich bin fit, ich bin gut drauf. Mit dem LKW nehme ich's locker auf. Der bewegt immer die Axt, den Axt viel zu schnell immer. Was? Auslandsicht 0? Das meinte ich nämlich, null. War wahrscheinlich uns aufs Fenster gegangen haben. Ist nicht zum Klatschen, oder? Sonst kriegen wir da immer 200 Punkte. Bei dieser Außenansicht 200 Punkte. Diesmal kriegen wir null. Weil wir rausgeguckt haben. Wir hätten wahrscheinlich wirklich nur mit den Spiegeln. Scheiße. So was gibt's nicht? Kein Sound. War das jetzt mit dem Soundmode oder so? Was meinst du mit dem Soundmode? Der Mutter hört sich kacke an. Ja, deswegen, was willst du machen? Also,
Weil doch, es gibt bestimmt einen Soundmode, oder? Bestimmt. Ist ja, wenn du dir das Ordnerverzeichnis anschaust, hast du die gleichen Sachen. Du kannst sogar, wir können auch den Mode machen, dass wir können auch den Trick machen, dass man aussteigen kann. Ihr wisst ja, was ich auf dem einen Video beschrieben habe mit dem Aussteigen bei ETS und so. Das geht hier auch. Also die Liste ist die gleiche, die zum Verändern. Also den Quelltext, da ist das gleiche Ding. Und das machen wir noch. Das habe ich noch nicht definiert. Seht, da muss ich noch machen. Das definieren. Und das ist, also theoretisch müsste Sound Modes eigentlich, müssen wir mal im Mod Hoster mal gucken. Weil der Sound ist hier echt ein bisschen, naja. Basti würde jetzt sagen, bescheiden. So, weiter geht's. Erstmal zur Aufgabenliste. Gucken, was kommt. Längs parken. Fahrersein. Oh nein, jetzt kommen diese ekligen Sachen. Die Musik ist so hoffnungsvoll. Dabei wird es jetzt aber nicht hoffnungsvoll. Ist echt verrückt. Das Spiel wurde gemacht, weil Scania während der Entwicklung des Geld ausgegangen ist. Und deshalb gibt es das Spiel. Hä? Okay. Ja. Aber bestimmt, oder? Wenn du dir die Ordner anguckst, ist das gleiche System wie bei ETS2. Also müsste man, theoretisch müsste noch Soundmode. Vielleicht kann man sogar die Soundmodes von. Nee, das geht nicht. Ich dachte schon, man könnte die vom Scania vom ETS2 nehmen, dass man die Soundmodes von ETS Scania, wenn es sowas gibt, dass man die vielleicht auch für den Dix hier verwendet. Weiß ich gar nicht. Vielleicht könnte man wenn es einen Soundmod für Scania gibt bei ETS2, vielleicht kann man den hier auch verwenden. Dazu müsste man jetzt Profis haben, die ETS gut kennen. Also richtige ETS-Profis. Dazu gehöre ich nicht. Noch nicht. Aber in den nächsten Jahren, irgendwann kann ich mich bestimmt auch Profi nennen. Denke ich mal. Weiter geht's. Fahr mit dem Auflieger rückwärts. Das geht noch, oder? Einfach nur rückwärts fahren? Was? Wie denn? Wie willst du denn da rinkommen? Fahr mit dem Auflieger rückwärts. Da steht ein Hütchen im Weg. Wie denn? Boah, das ist ja gar nicht zu schaffen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja voll heftig. Wie soll denn das gehen? Hört mal die Kinderspiele weg. Sind die Prüfer wieder da? Die stehen da wieder. Der winkt schon wieder. Der winkt mal zurück. Na gut. Wir müssen wir rein? Das geht doch gar nicht. Wir kommen doch gar nicht. Wie soll denn das gehen? Vorwärts rein. Das geht. Kevin wieder, das geht ganz easy. So easy. Ja, erstmal mit den hinteren Teil reinschwenken und dann irgendwie vorsichtig die Kabine rumschwenken. Das ist aber echt Pro-Mode. Das ist jetzt aber Pro-Mode hier. Das ist aber echt mal. Boah. Ah, wir kriegen wieder keine Punkte, aber aus dem Fenster geguckt haben. Ja, nur mit Spiegel, aber mit Spiegel sicher, das geht ja gar nicht. Nur mit Spiegel. Ich muss aus dem Fenster gucken. Scheiße, muss ja auch. Also bis ich nur noch mit Spiegeln fahren kann, da ist aber noch Lichtjahre. Davon sind wir aber noch Lichtjahre entfernt. Wenn ich nicht mehr aus dem Fenster gucke, ich brauche frische Luft aus dem. Ich muss mal beim Zurückfahren frische Luft schnappen. Ich gucke aus dem Spiegel. Auf Deutsch gesagt, scheiß auf die Punkte. Wir wollen ja auch mal diese Gefahrensachen spielen. Wir wollen ja nicht immer nur auf dem Platz rumfahren. Wir wollen den Free-Fight-Modus und. Dann mal los.
zeig es allen, wie man's richtig macht. Spiel mit deinem LKW und du wirst sehen, dass du es damit immer wieder schaffst. Immer wieder schaffst. Was? Du bist doch ein Pro. Du bist ein Pro. Nein, ich hab ein Po. Ich bin ein Pro. Ich hab ein Po. Das ist richtig. Erst hat man ein Pro und dann wird man ein Po. Nee, warte mal. Ne? Ihr versteht mich. Motor, Scania, gehen wir nicht auf, ne? Gehen wir nicht auf den Po. Das ist echt. Wenn der Motor nicht wäre, ja, dann, also, dann wäre schon mal die halbe Miete. Komm mal vor wie so ein Chirurg. Junge, Junge. Schande. Das Dorf war nicht raus, ne? Seid mal ehrlich jetzt. Bleib doch mal an mit dem Motor, das würde sehr hilfreich sein. Sagen uns die anderen Spiegel irgendwas? Sieht irgendwie gut aus, oder? Habe ich das beim ersten Mal jetzt hinbekommen? Echt jetzt? Muss nur noch die Kabine reinbekommen. Wir stehen kurz vor der Lösung, wie Sherlock Holmes sagen würde. Hammer. Freitag der 13. Ach so, ich weiß, was wir machen können. Warte mal. Kleinen Moment. Ich mach mal kurz ein bisschen. Ne? Oh, hoppala. Ja, und dann nochmal so. So, und dann nochmal, ne? Hier vielleicht noch. So, ist auch gut, ne? Zack. Ein kleiner Zaubertrick so. Weiter geht's. Konzentriert euch. Ich rutsche. Die letzten Worte eines Bergsteigers. Ich rutsche. Entschuldigung, der war spontan. Schreibt euch ihn auf, dann lachen wir später drüber. Gut. Hey, das Hütchen war aber... Wo ist denn das andere? Hier war doch immer ein Hütchen. Wo ist denn das Hütchen? Haben wir das jetzt umgefahren? Nee, dann werden wir bestimmt einen dummen Spruch kommen. Hier war doch gerade ein Hütchen. Wir sind doch jetzt nicht so weit von dem Hütchen weg, oder? Wo ist denn dieses Hütchen? Da sind wir schon so hart dran vorbei. Oh nee, er hängt irgendwo. Halt. Er geht immer so eiskalt aus, ohne... Ich komme mir vor wie so eine Spezialfahrerin. Haben wir denn nach vorne noch Platz? Mal wieder vorne. Wo ist dieses Hütchen? Da. Stehen aber dicht unterkante Lippe. Das sieht gut aus, oder? Ich sehe nicht mehr. Ach jetzt. Komm schon. Geil, wir haben es geschafft. Zeigt ja genau das an, was wir gerade gemacht haben. Da stehen wir ja perfekt drin, oder? Ist das unser Bild oder ist das einfach nur so ein Standardbild, was er da zeigt? Oder ist das, was wir gerade gemacht haben? Stehen wir so perfekt da drin? Ich glaube ja, oder? Klar, wer stellt sich schon so hin? Sind wir so perfekt reingefahren? Beim ersten Mal gleich. Das ist ja der Blanc geworden sind. Jetzt mal klatschen, oder? Dafür muss man Applaus, oder? Eben war es noch total ausweglos. Ja? Es gab keine Chancen. Schaut euch das an.
zwar Glück, oder? Warum mache ich hier den Chat nicht? Ja, cool, oder? Seid mal ehrlich, Leute. Damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Das war Anfängerglück. Anfängerglück. Seid mal ehrlich, dafür muss man einen Applaus bekommen. Aber der Applaus, der kommt jetzt, macht mal jetzt nochmal Applaus, denn beim nächsten Einpackding gibt es keinen Applaus. Ich denke mal, das verheizt sich das Ding. Denn jetzt geht's andersrum. Oder? Längspacken, herkömmlich. Herkömmlich, was heißt herkömmlich? Na, auf der anderen Seite, oder? Dann sag doch rechtsseitig oder linksseitig oder keine Ahnung. Fahrerseite. Schreib doch Beifahrerseite. Oder heißt Beifahrerseite herkömmlich? Dann machst du mich der ganze verlügt in der Kopf. Rechts abbiegen. Ich frage mich, was rechts abbiegen ist. Das hört sich irgendwie kriminell an. Das hört sich leicht an, oder? Naja, rechts abbiegen halt. Man biegt halt rechts ab. Bestimmt ist es nicht so einfach, wie es sich anhört. S-Kurve rückwärts. Oh. Das ist bestimmt alles auf diesem Platz hier mit seinen Hütchen. Ankoppeln eines Aufliegers. Naja, wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen. Danke für den Applaus. Dankeschön. Ich hab's geahnt. Fahre mit dem Auflieger rückwärts. Tja, und nun ist der Spaß vorbei. Denn auf dieser Seite sehe ich gar nichts. Gucken wir mal, ob die wieder dastehen. Die sind weg. Wo sind die? Ach, da sind sie. Die waren bestimmt gerade ganz schön beeindruckt, die Prüfer, als wir einfach so reingefahren sind. Da werden die so, oh, what the fuck? Die werden so ein riesen WTF-Zeichen, ist bei denen über dem Kopf so, als wir so ganz locker reingefahren sind alle. Da werden die, Aber jetzt holen die bestimmt ihre Taschentücher auch gleich raus. Vor lauter Lachen und Weinen wahrscheinlich. So, jetzt wird's ernst. Gut. Achso, es hat ja gar keine Spiegel hier. Was ist denn jetzt los? Oh nein, deswegen. Ah, ich weiß, warum wir keine Punkte bekommen haben. Wir haben keine Punkte bekommen, weil ich bin mit 2 rausgegangen, glaube ich. Aus Versehen. Und 2 ist praktisch sowas ähnliches. Also es sind hier, wenn ich hier 2 drücke, das ist sowas ähnliches, als würdest du bei ETS 2 drücken. Ach, Kacke. Deswegen haben wir keine Punkte bekommen. Und jetzt war ich schon wieder draußen. Mist. Punktabzug. Naja. Wir können es nicht ändern. Ja. So. Warte mal, ich noch mal. Mist, ja, war ich mit 2, weil hier ist 2 eine andere Tastaturbelegung. Also bei dem Scania ist es anders. Natürlich doof. Das hat uns wieder mal die ganzen Punkte gekostet. Können wir nicht ändern. Können wir nicht ändern. So. Tja. Und da sehe ich gar nichts. Da so mit dem Spiel komme ich niemals rein. Eben konnte ich ja noch aufs Fenster gucken. Ich sehe doch da gar nichts. Wie denn? Das wird nichts. Das kannst du vergessen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich losfahren soll. Zumal der schwenkt doch immer viel zu stark. Das kriegst du doch niemals hin. Das kriegst du niemals hin. Das kannst du vergessen. Das kriege ich nicht hin. Ich wüsste nicht mal, keine Ahnung. Was? Also. Applaus, Leute! Nee, okay, zu früh. Applaus, Leute! Ich brauche Applaus. Ach, Mensch.
wenn der Motorweg mal mitspielen würde. Du musst wirklich ganz viel mit der Kupplung hier spielen. Das ist sowas von stressig mit der Kupplung. Das ist ja echt, ne? Da könntest du dir auch echt ein Zwiebelbrot machen. Mann. Nur sehen, wie ich lenken muss. Fahr doch mal, du machst mich ganz zurück, wenn du nicht fährst. Fahr doch wenigstens ein bisschen. Muss ja nicht schnell fahren, nur ein bisschen wenigstens. Tu mir doch mal helfen ein bisschen. Nee, nee. Nee, nee. Also wenn ich das mit diesen Spiegeln hinbekommen würde, dann wäre ich ja, dann kann ich LKW fahren. Also wenn ich mit diesen Spiegeln, wir könnten natürlich den Kinderspiegel benutzen. Was hier mal ausgeht, ich könnte die Krise kriegen hier. Wollen wir mal mit dem Kinderspiegel probieren? Eigentlich wollten wir uns diesen Kinderspiegel nicht mehr, den wollten wir eigentlich nicht mehr sehen. Aber ich meine, das ist jetzt eine Sonder, wie sagt man? Das ist jetzt, wo ist hier eigentlich hier, wo ist hier was? Wer will jetzt was hier? Wir sind jetzt in einem sogenannten Ausnahmezustand. Ja, weil normalerweise parken wir ja so gar nicht. Wir können ja zusätzlich die anderen Spiegel als Hilfe. Ne? Wir lassen mal mit Kinderspiegel. Das wird nie was werden. Ich glaube, das Ding überspringen wir. Das kannst du vergessen. Das kriege ich niemals hin. Das ist doch völliger Bockmist. Das ist völliger Bockmist. Glaub an dich, ja. Frage, nichts als Fragen. Macht lieber Applaus. Oder lasst uns was singen. Wollen wir Elite mit wieder irgendwas? Keine Ahnung. Dieses Jedi-Ding, vielleicht hilft es hier, aber ich glaube nicht. Hier wird selbst Jedi-Ritter versagen hier. Komm schon, möge die Macht mit uns sein. Ich habe noch nie so eingeparkt. Noch nie. Du musst immer die Kupplung getreten halten und dann musst du langsam die Kupplung kommen, aber richtig langsam. Sonst geht der mal aus und wieder an und wieder aus. Hat doch richtig rumgelenkt, was willst du jetzt von mir? Vielleicht muss man ja gar nicht mit der Kabine auch drin sein, vielleicht reicht es ja, wenn der Auflieger drin steht. Aber es sieht schon mal ganz gut irgendwie aus, oder? Wo mangelt es denn jetzt? Kann doch nicht mal rausgucken. Sieht man hier irgendwas? Nee. Ah! Ich sehe was. Aber da haben wir die Hütchen umgefahren. Wenn wir so stehen, haben wir die Hütchen umgefahren, oder? Nee. Ich sehe was. Wenn ich was sehe, kann ich was machen. Ja.
Aber hier ist doch was schief. Wenn wir so stehen, sind wir doch, da haben wir schon alles umgefahren. Kann das sein? Ich glaube, wir haben schon alles umgefahren. Weil ich kann ja hier was sehen. Und ich glaube nicht, dass das normal ist. Obwohl, die Dinger kann man, glaube ich, gar nicht umfahren. Nee, da knallt man, glaube ich, gegen. Wo können wir denn jetzt was sehen auf einmal? Da sind gar keine Hütchen. Das war doch andersrum, oder? Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe gerade ein geografisches Problem im Kopf hier. Das ist irgendwie sehr mysteriös. Wir müssen irgendwie... Ein bisschen so vielleicht noch. Und dann härter rumziehen, aber es wird so nichts. Kevin sagt, er isst jetzt Pizza. Reicht ja, wenn der Auflieger drinne steht. Der müsste jetzt gleich drinne stehen. Komm schon! Sieht doch gut aus. Sag jetzt grün. Komm schon, grün! Spielverderber. Ist jetzt... Punktabzug für Zusammenstoß. Ja, jetzt erst! Wir waren die ganze Zeit gut gewesen. Scheiße. Verräter. Verräterhütchen, du! Zylon wieder. Jetzt, das ist grün. Geschafft. Perfekt eingepackt. Ja, Profi halt. Profi mit Leib und Seele. Perfekt. Guckt euch das an. Off. Aber haarscharf, da passt keine Stecknadel so perfekt. Richtig eingepackt. Guckt euch das an. Wenn man es überlegt, das erste Mal. Und wo hat jetzt ein Hütchen umgebumst? Nirgendwo, oder? Das hat der Prüfer aus Gemeinheit bestimmt gemacht. Wo auf dem LKW Scania draufsteht. Bestimmt, weil Scania draufsteht. Hat das aus Gemeinheit gemacht. So, jetzt wird es leichter. Wahrscheinlich eher nicht. Ich ahne schon was. Ich wette, rechts abbiegen, dass so eine Hütchenreihe mit rechts abbiegenden Hütchen oder so ist. Bestimmt. Oh, Mann. Ey. Noch 19 Minuten. Los jetzt. Ich wette, es kommt die Hütchen mit rechts abbiegen. Ich wette das. Ich wette 100 pro. Platziere den Sattelzug vorsichtig innerhalb des vorgegebenen Bereichs. Ja. Du wirst merken, dass du die richtige was... Ja, das habe ich gelesen. Reis. Und weiter. Du wirst merken, dass du die richtige Stelle erreicht hast, wenn die Markierung auf grün wechselt. Ach nee. Das hätte ich aber nicht gewusst. Schön. Ja und, was darf ich denn jetzt? Was darf ich und was darf ich nicht? Kann ich einfach... Der sagt was von rechts abbiegen. Was meint er denn jetzt damit? Soll ich jetzt rechts rückwärts rumschlingen oder soll ich einfach nur rechts rumfahren? Ich brauche einfach nur einen Bogen machen, rechts rumfahren, dann bin ich drin. Wo ist das Problem? Oder denke ich es wieder zu leicht?
Ich brauchte einfach nur einen Schwenk machen und reinfahren, oder nicht? Ist doch so, oder? Ist doch ganz einfach, oder nicht? Einfach einen Schwenk machen und rumfahren. Ach so, warte mal. Ach so, ich habe hier nicht so viel Platz. Na ja, denn? Das müssen wir aber trotzdem hinbekommen, oder? Sag mal jetzt ehrlich. Wenn der nicht, natürlich, wenn der LKW anspringt. Na, dann machen wir einfach. Das können wir doch, oder? Das muss man doch. Vor allem, der wendet ja sowieso schon saumäßig schnell. Also, wenn, ist dein kleinstes Problem hier. Schön langsam trullern lassen, damit der Motor nicht ausgeht. Konzentrier dich. Lamsang, schön Lamsang, schön Lamsang. Wie früher dieser Scharping immer gesagt hat, schön Lamsang. In der Logik her müssen wir den ja nur rumziehen, den LKW. Den Auflieger, besser gesagt. Schön Lamsang. Heute nicht der Motor ausgehen lassen. Wird der ja klappen. Ja, komm mal da rum. Halt mal jetzt ehrlich. Schön, Lamsang. Wo sind wir? Habt ihr auf die Prüfer aufgepasst? Ich habe jetzt die Prüfer nicht gesehen. So, Lamsang kriegst du mit der Kupplung hin, oder? Aber nur Lamsang. Doch gut aus, oder? Ich hoffe, wir sollten da vorwärts rein, nicht rückwärts. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Bravo! Bravo! Wieder nur 200 Punkte. Das heißt, man kann die Brust aus dem Fenster hängen. Das lag also nicht daran, man kriegt anscheinend tatsächlich nur maximal 200 Punkte. Ich dachte, man kriegt dann mal nicht auch nur. Wir haben diesmal nicht. Oder haben wir das Fenster geguckt gehabt? Doch, wir haben, glaube ich, rausgeguckt gehabt. Na, okay, die Theorie können wir wieder vergessen. Ja, cool, das war fast zu leicht. So, jetzt wird's wahrscheinlich pervers werden. Cool, vielleicht schaffen wir das noch in ein Stück, bevor das Video zu Ende ist. Oh nein, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Hallo! Stell was? Fahre den Ecke rückwärts zwischen den Zylonen hindurch. Und stelle ihn an der Außenlinie. Fahre deinen Todesstern, fahre deinen Kampfstern Galactica zwischen den Zylonen hindurch. Ja. Okay. Nichts leichter als das. Das machen wir doch auf ein Rad. Ein paar von euch können mal wieder ins Autohaus reingehen. Bringt mal ein paar Hefte mit. Okay, bringt mal so ein paar schöne Autoposter. Im Autohaus hier, Autowall, da gibt es Autoposter. Und drei von euch können mal reinspringen und mal hier Poster für uns besorgen, für die Fans. Dann können wir Giveaways verteilen. Springt mal rein für die Fans, okay? Wem können wir denn da nehmen? Wem können wir da nehmen? Kann es sein, dass wir ganz viele bannen müssen? Muss man nicht ganz viele bannen? Kann das sein? Ja, meistens immer bannen. Weg, bannen, immer weg. Wenn ich sie sich benimmt, bannen, weg.
So. Bahn weg. Sonst sieht man nicht die anständigen Leute und das wäre ja schlecht, wenn die was schreiben wollen. Ah, ich fahre einfach dieser Bremsspur hinterher. Hier ist einer so durchgeheizt mit seinem LKW, dass er Bremsspuren hinterlassen hat. Das war wahrscheinlich Niki Lauda gewesen. Das war zu viel, das war zu viel. Ich? Ah, das ist gut. Ninfan holt Prospekte. Wer geht noch mit rein? Ninfan könnte... Ah, Noctea ist gegangen, oder? Noctea legt jetzt los. Was ist Noctea schon weg? Was spielt Noctea? Was wird sie spielen? Spielt sie wieder Payday? Naja, es darf wieder gebannt werden. Ein Spruch und bann. Immer wegbannen alles. Da braucht man keine Angst haben. Die machen sich neue Accounts, die kommen dann wieder. Was spielt denn Noctea? Weiß es jemand? Ah! Nee, wir suchen gerade noch eine Horror-Game. Ah, also irgendein Horror-Game. Ich muss aber wissen, was für ein Horror-Game, damit ich mich freuen kann. Vielleicht kann ja später mal Natalu kurz mal reinspringen hier und mir sagen, welches Horrorspiel du spielst oder so. Konzentration, sonst wenn ich mich nicht konzentriere, dann geht der mal aus. Und wie kann ich das erfahren dann? Mensch, Noctea weiß es noch nicht. Du musst früher rumlenken. Was machst du da eigentlich? Du lenkst nicht. Du lenkst, wo fährst du hin? Ja, wenn ich es weiß, genau, sag Bescheid. Oh. Sag mal, was lenkst du hier eigentlich? Sag mal. Fängt er wieder an rumzuspinnen. Muss man halt mal den gerade bekommen. So. Konzentrier dich jetzt. So schnell, nicht so schnell. Oh. Ja, jetzt und nun. Ah, es war zu viel wahrscheinlich. Bleib an! Bleib an! Dieses Kupplungsspiel, das macht mich verrückt. Das macht mich verrückt. Ich könnte die Tastatur nehmen und aus dem Fenster schmeißen, aber ich kann die Tastatur gar nicht dafür. Soll er? Haben wir es jetzt? Nein, muss anders machen. Wir sind zwar ganz gut, aber wir müssen vorher rumkommen. Genau, wir müssen praktisch von hier. Und da müssen wir vorher rumziehen. Aber wir sind jetzt schon... So.
So, und jetzt vorsichtig irgendwie. Da eigentlich sind wir ja dann schon rum. Wir sind ja eigentlich schon rum da bei den Hütchen. Wir sind ja schon dran vorbei. Wir müssen eigentlich nur noch irgendwie gerade ziehen. Dann. Wir müssen nur noch gerade ziehen irgendwie. Genau, wir müssen nur noch gerade ziehen und da einfach dran vorbeifahren. Wir sind ja schon dran vorbei eigentlich. Jetzt kommt er gleich, oder? Wo ist denn der Auflieger schon wieder? Ja. Na gut, der lenkt ja ziemlich stark. Von daher muss es eigentlich klappen. Da hat er einen starken Einschlag hier. Aber hier waren irgendwo auch noch Hühnchen. Hier waren noch Hühnchen irgendwo. Wo sind die Hühnchen? Was? Nein! Irgendwo stehen ja diese blöden Hütchen rum. Wo denn? Wo denn? Hier sind gar keine Hühnchen. Hühnchen. Wo denn, du Vogel? Wo hat denn der jetzt was gesehen? Wo denn? Sag mal, hier ist doch gar nichts. Hier sind irgendwo auf Zylon. Und man sieht sie nicht. Selbst mit den Kinderspiegel sieht man die Zylonen nicht. Versteckte Zylonen. Nicht wie hier. Und kein Laserschwert. Überall Zylonen und kein Laserschwert. Der steht so falsch. So falsch. Naja, Hauptsache wir kriegen das hin. Dann können wir wenigstens weitermachen. Noch 5 Minuten. Komm schon. Das können wir sowieso nicht mehr ändern. Der lenkt immer nicht. Normalerweise schlage ich ein und dann muss das rumziehen, die Kabine. Aber der zieht die Kabine nicht rum. Ich verstehe das nicht. Mit dem Ivico fährt sich das irgendwie besser. So, jetzt zieh doch mal die Kiste rum. Wo ist denn jetzt dein Problem? Ich lenke so und du ziehst die Kiste nicht rum. Vielleicht habe ich ein falsches Lenkdings hier eingestellt oder so. Vielleicht muss ich es seitenverkehrt einstellen. Vielleicht liegt es daran, weil ich es irgendwie falsch drin habe im Kopf. So. Also jetzt sag mir mal, wo du da Zylon siehst. Da. Pappen. Spielverderber. Trickser. Die hat der Prüfer bestimmt hingestellt, als wir gerade nicht gesehen haben, hat der da welche hingestellt. Ich wette mit euch. Der hat die da hingestellt, damit wir Punkterzug bekommen. So ein hinterhältiger Prüfer ist das. Jetzt schaffst du das. Der Motor, der ist echt. Der ist so toll. Das ist so ein geiler Motor. Und dieser boah. Ja, das Dorf nicht brauchst du, ne? Keine Ahnung, was hier los ist. So, jetzt. Jetzt.
Jetzt muss es ja eigentlich klappen. Da war ich ja leichter im Krieg. Da habe ich im Krieg leichter bestanden. Immerhin, sonst kriegen wir 500 Punkte, jetzt haben wir 450. Ist ja noch ertragbar, oder? Ist noch ertragbar. So, jetzt haben wir noch eine Aufgabe. Die machen wir noch, oder? Mal gucken, wie schwer die ist. Dann haben wir das ganze Ding geskillt hier. Schauen wir mal, was uns erwartet. Wir haben noch 2 Minuten theoretisch. Wenn ich mal einen Tick länger. Einen Tick länger. Wir sollen echt, glaube ich, nur andocken. Wir stellen auf die. Das sieht ja leicht aus. Verbindest Zugmaschine und Auflieger, indem du, ja, klar. Ja, das ist ja leicht, oder? Nur andocken und vorwärts fahren. Und stell ihn auf die Angewisse. Das müssten wir hinbekommen. Soll das jetzt echt so leicht sein? Oder ist da irgendwo ein Haken wieder dabei? Einfach nur andocken und vorwärts fahren? Echt jetzt? Das Schwierigste ist, da haben wir die schweren Sachen alle hinter uns anscheinend. Das hört sich leicht an, oder? Echt jetzt? Soll man das jetzt glauben? Dann machen wir. Dann geht es auf einmal so schwer. Ich fahre bloß kein Hütchen um. Oh, ist ja gleich perfekt. Na? Alter, nur warum sagt er? Achso, bei ETS kommt das immer, bei ETS kommt immer so eine Anzeige für Andocken jetzt und so. Kommt, da zeigt das da oben an. Naja, das kriegen wir doch hin. Oder? Muss man doch hinbekommen. Wenn der Motor mal Gas gibt. Ja, jetzt kommt das Dings. Ja, piep doch nicht so viel, du Piepmaschine. Du Piepmaschine, du. So, jetzt. Letzter. Bisschen Gas geben, dass das Ding mal auf Touren kommt ein bisschen. So. Stur Ding. Der hat es aber mit der Kupplung, hat das echt hier. Mensch. Ziehen wir mal ein bisschen so. Ja, fast im zweiten Fall. Das wäre ja schön. Dann wäre es das gewesen. Dann war es das für heute mit dem hier. Dann schalten wir nach ETS um. Dann reicht es erstmal. Ah. Deswegen. Der die Spiegel? Na? Hallo?
Bravo! Narbend, alle Neuen, Narbend, Narbend. Gute Narbend, gute Nacht. Damit haben wir die Liste durch, oder? Kommen jetzt noch neue? Nee, nichts zum Scrollen. Bestimmt, vielleicht kommt irgendwann noch so ein Update oder so, dass man dann was zum Scrollen hat, aber wahrscheinlich eher wohl eher nicht. Oder werden die noch Scania noch weiterentwickeln? Wohl eher nicht, oder? Wer weiß was davon? Wer weiß was? Weiß jemand was, ob die Scania noch weiterentwickeln? Ja, nein, vielleicht. Warte mal. Nein, was habe ich gemacht? Ich habe was gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe den Chat umgewechselt. Jetzt habe ich keinen Chat mehr da draußen. Oder? Doch. Jetzt habe ich zweimal Chat. Nein. Jetzt habe ich zweimal Chat. Das wollte ich doch nicht. Oh. Stop. So, schauen wir uns mal noch. Gucken wir noch kurz mal, was es noch gibt. Fahrerwettbewerb. Nach Reihenfolge können wir anscheinend nicht gehen. Wahrscheinlich freies Fahren ist ja dann einfach freies Fahren. Bleiben nur diese zwei Sachen, wo wir uns als nächstes reinstürzen. Entweder gefährliche Strecken oder Fahrerwettbewerb. Müssen wir mal reinschauen, was das ist. Der Garten. Garten Eden? Ah, hier gibt es was zum Scrollen. Die Rampe. Willkommen zur ersten Herausforderung des Fahrwettbewerb. Diese Folge von Wettkämpfen wird alle 2 Jahre von Scania organisiert. Das ist das. Und was ist gefährliche Bumps? Straße des Todes. Oh, da gibt's aber reichlich. Da haben wir noch echt Programm, Leute. Da haben wir noch richtig was zu tun. Ist ja richtig gut. Ich dachte, wir sind fast fertig mit dem Spiel oder so. Dass nur noch das freie Fahren übrig bleibt. Aber da haben wir noch Uferböschung. Uferböschung. Die Frage ist, können ja ein bisschen. Der zeigt es ja mal idiotensicher an, so mit seinen grünen Pünktchen hier immer rechts. Das heißt, wir können ja auch mal ein bisschen wechseln zwischen Fahrerwettbewerb und ein bisschen zwischen gefährliche Strecken. Wollen wir mal kurz mal reinschnuppern? Wir schnuppern mal kurz mal in den Fahrerwettbewerb rein. Und dann machen wir den YouTube, dann hört das Ding auf. So, wir gucken mal kurz rein, damit wir so ein bisschen neugierig werden, wenn wir nächstes Mal wieder weitermachen. Nur mal, wir müssen ja nichts bestehen, nur mal reingucken. Und dann machen wir erstmal das Video aus für YouTube und starten das nächste Ding. Was ist denn jetzt los? Oh. Schande, Leute, schaut mal, wie viele Leute zuschauen. Wende deinen LKW. So, dass du nicht mit dem Markieren mit dem Zylon zusammenkommst. Da steht aber, guck mal. Hey, da steht eine Frau als Fahrprüfer. Habt ihr gesehen? Hey, Baby. Diese Herausforderung ist abgeschlossen, sobald du die Ziellinie mit der Front dann noch mehr. Ach, das auch. Wenn du deine Ecke vor sich in der Pylone. Heftig. Das machen wir nächstes Mal, Leute. Seht ihr? War zum Heißmachen ein bisschen. Scania Driver, guck mal, sogar mit Werbung hier. Cool! Dann wissen wir, was uns erwartet. Na, das wird ja spannend. Das wird ja spannend. Aufgabe verlassen. Möchtest du das wirklich tun? Ja, das möchte ich wirklich tun. Okay. Hauptmenü. Zack. Da, da, da. So, dann gehen wir es mal hier wieder raus. Was? Wir haben jetzt 4120 Punkte gemacht. Heute vielleicht nicht. Aber immerhin, ein paar mehr schon. Was redest du? So, schalt mal wieder mal kurz um. Na, 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 na. Kurz mal Radio an. Ein bisschen Radio. Achso, warte mal. Für die YouTube-Leute erstmal wieder, ja? Danke fürs Zuschauen.
Jetzt schalten wir kurz gleich in den nächsten Videoclip. Aber erstmal müssen wir kurz Stopp machen. Also, tschüss für die YouTube-Leute. Bye, bye.